Hallo, willkommen zurück bei einem neuen Daisy Life Video. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Dieses Mal in einer ganz anderen Umgebung. Ich wurde heute überrascht zu meinem Muttertagsausflug. Und zwar sind wir in Tulln bei der Gartenmesse. Da war ich das letzte Mal vor einigen Jahren, nämlich mit 12 Jahren. Umso mehr freue ich mich jetzt auf einen schönen Ausflug. Das Wetter ist perfekt, es hat 21 Grad. Es ist schön mild. Die Schwiegereltern sind auch mit. Dann wir gehen danach noch essen hier in Tulln. Ja, und ich freue mich. Ich nehme euch ein bisschen mit. Passt ja gut. Thema Frühling, Thema Garten. Ja, bin sehr gespannt und ich freue mich jetzt schon aufs Essen. Ich könnte euch jetzt auch noch mein Outfit irgendwo zeigen. Dazu muss ich euch jetzt aber auch noch abstellen. Ich weiß nur noch nicht wo. Schauen wir mal, ob ich da einen Platz finde. Ich glaube, da ist gut. Und zwar habe ich ein Kleidchen von Rehoas an. Mit einer Schnalle kann man mit Knöpfen hier zumachen. Lange Ärmel, dazu mein Korb von Cézanne. Als hätte ich es gewusst, perfekt mit dem Blümchen drauf. Und Schlapfen von Sing. Dazu Prada-Sonnenbrille. Burschen sind auch fesch. Alex, was hat Alex heute an? Vans, Socken, eine abgeschnittene Hose. Max Polo. Von H&M eine Blaustoffhose, Pumaschuhe, welche Socken stehen? Ich habe den Socken. Oh, wow, wenn das nicht das Motto des Tages ist. Wild Day. Du hast gar nichts drauf. Chup, chup. Jetzt wisst ihr, warum das Kleiner da ist. So, schnell, schön mit den Fußfetten schießen. Ach, bitte, ich bin gekürzt. Hallo, willkommen zurück zu Hause. Es ist immer noch Samstag. Wir haben jetzt kurz vor 6:30 und irgendwie habe ich ein kleines Flashback. Déjà-vu ist, glaube ich, das richtige Wort. Denn letztes Jahr nach dem Muttertagsausflug habe ich mich auch danach hierher gesetzt und mit euch geredet. Zwar mit einem Glas Rosé, aber den müsst ihr euch jetzt imaginär vorstellen. Den gibt es nämlich erst später, denn ich fahre jetzt noch ganz fix mit den Jungs weg und hole noch ein Abendessen für die Kids. Mein Mann und ich, wir sind ganz voll. Es war super lecker. Es war ein Burrata mit Paradeiser und Fenchel und ein Burger. Mein Mann hat Beef Tartare gegessen und irgendwas. Ein Maishühnchen mit Polenta, aber auch sehr lecker. Ja, sehr schöner Ausflug. Ich kann euch wirklich die Gartentouren sehr empfehlen. Sehr schön. Erinnere mich ein bisschen an die Kittenberger Erlebnisgärten. Da kann man auch sehr schön durchspazieren. Das Wetter war perfekt. 21 Grad, richtig schön. Und jetzt freue ich mich auf einen ruhigen Abend. Morgen ist Muttertag und da habe ich mir gewünscht, dass ich den ganzen Tag nichts tun muss. Das heißt, ich möchte lesen, entspannen. Zum Mittag holen wir Pizza. Und einfach einen ruhigen Tag mit den Kids. Ja, und am Montag dann wieder Vollgas arbeiten und rein in die Routine. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal Samstag. Noch nicht so weit vordenken, im Hier und Jetzt leben. Und heute war wirklich ein richtig schöner Tag. Ich hoffe, euch haben die Videos auch gut gefallen. Ich packe mich jetzt zusammen. Ich habe hier übrigens eines meiner Kleider an, das ihr sicher kennt. Und oi, ich habe einfach auf den Sonnenschutz vergessen. Ich gebe es zu und das Kleid ist hier so reingefallen. Jetzt bin ich genau da. Ein bisschen, ja, abgebrandelt. Und das Kleid kennt ihr bestimmt, das ist eines meiner Lieblingskleider von H&M. Das hat hier hinten so einen tiefen
Ausschnitt, aber das passt perfekt für zu Hause oder einfach für draußen zum Rumlaufen. Ich werde den Jeansjacke noch rüberwerfen, ab ins Auto und melde mich dann in wenigen Sekunden wieder bei euch. Einen schönen guten Morgen. Was für ein Start in die neue Woche. Nicht unbedingt positiv. Ich beschwere mich selten, aber irgendwie bin ich gespannt, wie der Montag so weitergeht, weil derweil ist er jetzt spannend. Immerhin habe ich jetzt eine Matcha Latte und über die freue ich mich sehr, denn ich glaube, ich brauche einfach Nahrung, Zucker, wie auch immer. Ich brauche was Intus. Mir hat ein bisschen geärgert, weil ich habe Samstag, da waren wir unterwegs, da waren wir nicht zu Hause und ich habe eine Benachrichtigung bekommen, dass ich ein Paket von der Post bekommen habe, Zustellversuch, hat nicht geklappt, voll in Ordnung. Aber, ich muss jetzt kurz meine Schiene raus, damit ich frühstücken kann. Ja, aber wir waren nicht zu Hause. Dementsprechend habe ich ein gelbes Zettel bekommen, dass ich das Paket doch bitte am nächsten Werktag abholen möchte. Wir kennen alle diese gelben Zettel. Ich weiß nicht, wie es in bei der deutschen Post ist, aber ich denke, es wird genauso sein wie der österreichischen Post. Und jedenfalls fahre ich dementsprechend heute Montag 8 Uhr zur Öffnungszeit der Post zur Post. Denn danach Nageltermin, das heißt keine Zeit, der Tag ist sehr durchgetaktet. Ich muss nachher Content für Bilder erstellen. Wir werden gemeinsam ein Mittagessen kochen, dachte ich mir. Zu Hause muss ich auch ein bisschen Content für Gardena noch erledigen und dann geht es heute wieder zum Spinning. Ein Montag, bei dem ihr mich begleitet. Ja, und ich war bei der Post. Aber mein Backerl, meine zwei Pakete sind noch nicht da. Ja, die Angestellte meinte dann, es ist noch nicht da. Im Laufe des Tages irgendwann. Und es ist eine Zeitangabe, die mich nervt, weil ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie vorm Spinning noch zur Post fahre. Das ist leider eine Postfiliale, die ist extrem blöd. Da ist so viel los, die ist nämlich beim Bahnhof und da ist immer Verkehrschaos. Und das hat mich einfach genervt, ja. Aber jetzt mal Matcha Latte. Ich habe mir dazu auch noch einen Heidelbeermuffin geholt. Passt super gut zu meinem Vorsatz, ab heute wieder mehr auf meine Ernährung zu achten. Aber ganz ehrlich, den schwarzen Peter schiebe ich jetzt der österreichischen Post zu. Na, ich hab Hunger. Ich esse den jetzt. Dann mache ich mich am Weg. Bin eh schon auf der Autobahn bei einem McDonald's. Das passt perfekt, denn ich habe gleich Nageltermin und lass mir die Nägel machen. Dann nehme ich euch mit und dann melde ich mich in aller Ruhe zu Hause wieder, wenn die Laune wieder besser ist. Ich meine, schlecht ist eh nicht. Aber das ist Doppelsteine. Passiert halt meistens an einem Montag. Die Nägel, die sind wunderschön geworden. Ich habe mich mitgenommen. Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsset. Es ist total basic und total einfach, wenn man bedenkt, wie die ersten Acrylnägel, die ersten Sets ausgesehen haben, die ich mir gemacht habe, mit ganz viel verspielten Schnörkeln und bunt und farbig. Umso lieber mag ich es jetzt einfach eher clean. Wir haben hier Babyboomer und zwei verschiedene Lacke, dass das Ganze so ein bisschen ein Schiller, ein bisschen perlig hat, nicht zu rosa. Und ich glaube, die brauche ich dann auch vor Italien. Die sind richtig schön, damit fühle ich mich voll wohl. Mittlerweile ist es draußen auch bewölkt geworden. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe aber vorhin im Garten dieses Buch fertig gelesen. Es ist so schön. Funny Story von Emily Henry ist für mich einfach, also auf jeden Fall eine 5 von 5, 10 von 10, ein richtig tolles Buch. So Summer Love, Slow Burn, romantisch.
zum Wohlfühlen, da waren so viele schöne Szenen dabei, ich mir dachte, ah, wie cool, Kanufahrten, Spargel und Erdbeeren beim Bauernmarkt holen, Wein trinken, Ausflüge an den Strand fahren, einfach einen richtig schönen Sommer verbringen, aber dann doch ein paar Herausforderungen. Es ist auch nicht Young Adult, ganz und gar nicht. Die Charaktere sind, ich glaube, 33 und 36, aber auch 42, also in meinem Alter angesiedelt. Das passt auch gut, sowas mag ich immer sehr gerne und auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Das nächste Buch, das ich lesen möchte, das liegt jetzt aber beim Sofa. Das nächste Buch, das ich jetzt lese, ist Nora Goes Off Script. Das ist jetzt wieder englisch gehalten und das ist super praktisch und angenehm. Das ist nämlich etwas kürzer, also das ist, glaube ich, ganz schnell durch, klingt auch super spannend. Und zwar Nora Hamilton hat, also sie ist ein Screenwriter für einen Romantik-Kanal. Sender, oh, ich werde angerufen, Moment. So, wurde kurz von meinem Mann unterbrochen. Ja, also, wie gesagt, hier geht es um Nora. Nora ist für quasi so einen Sender, der halt ganz viele Romantik-Serien rausbringt. Die Regisseurin, was ist das? Screenwriter. Ja, oder? Die schreibt das Thema dazu. Na, Regisseur ist es da nicht. Egal, Screenwriter. Und dann lässt ihr Mann sie aber sitzen und sie verwandelt, so wie ich das richtig verstanden habe, verwandelt sie dann dieses Thema in eine eigene Geschichte, so ein Buch. Das soll dann verfilmt werden, weil es so reinknallt. Und derjenige, der dann quasi ihren On-Set-Ehemann spielen soll, also für diese Rolle, für diese Serie, der taucht bei ihr auf, macht ein unmoralisches Angebot, zahlt ihr Geld, dass er eine Woche bei ihr zu Hause schlafen kann, in ihrem Zuhause. Und dann steht ihr zum Schluss: Enough time to fall in love, enough time to break your heart. Ja, und das ist super schnell sicherlich durchgelesen. Das hat 250 Seiten, also das geht fix. Ich brauche jetzt ein bisschen was Schnelles zwischendurch. Ja, und ansonsten werden wir jetzt was kochen in der Küche. Ja, ich mache nämlich für Billa, meine Nageldesignerin, die liebe Chrissy, hat mir nämlich, ich habe es vorhin gefragt, fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe sie vorhin gefragt, was könnte ich heute zum Essen machen? Irgendwas Schnelles. Und sie meinte, eine Burrata-Pasta. Also machen wir jetzt Burrata-Pasta in der Küche. Meine Blümchen sind übrigens auch noch voll schön, die ich gestern zum Muttertag bekommen habe. Einmal Hortensien, die hat mir Alex mitgebracht, diesen Strauß. Und Max hat mir diese schönen Rosen gebracht. Und die hier ist richtig schön. Mit Gelb und Orangerot, lachsigen Enden. Dann haben wir noch so eine weiße. Sehr schön. Habe ich eine große Freude. Ich muss mich jetzt aber auch schon beeilen. Es wird nämlich, ich habe mich ein bisschen verschätzt, es wird schon 12:30, es ist 13:21 und wie ihr wisst, kann ich nicht zu knapp zum Spinning hin, also zum Cycling hin, schwere Sachen essen, sonst wird man schlecht. Und die Burrata-Paste besteht jetzt aus Pasta. In dem Fall nehme ich Fusilli. Dann bin ich kein so ein großer Zwiebelfan, deshalb dachte ich, mir werde ich Knoblauch klein schneiden, Tomaten einfach nur in der Mitte durchschneiden, die kommen in die Pfanne, also die Tomaten mit dem Knoblauch in die Pfanne anrösten. Dann kommt Pesto dazu, liebe das Barilla Genovese Pesto, das kommt dazu, Rucola, dann kommt die ein bisschen ein Pastawasser, ein frisch gekochtes, dann kommt die Pasta dazu und dann kommt zum Schluss der kalte Burrata oben drauf mit ein bisschen Balsamico Dressing. Also, ich glaube, ja, falls ihr jetzt noch keinen Hunger hattet, habt ihr hoffentlich jetzt Hunger. Wir werden das jetzt gemeinsam zubereiten. Wir werden zum Essen. Dann muss ich noch ein bisschen was arbeiten. Dann muss ich zur Post noch einmal. Dann ins Fitnessstudio. Und ich nehme euch heute noch was mit durch den Tag. Inklusive abschminken, Bett fertig machen, heimkommen, alles noch. Also der heutige Montag gehört noch ganz euch. Im Mittagessen mache ich mich jetzt fertig für das Fitnessstudio. Die Pasta war unglaublich gut, leider war der Rucola nicht mehr gut. Also die Pasta war gut, der Rucola nicht, also war der Rucola nicht drin, aber ansonsten richtig gut. Mit Knoblauch und Tomate und Pesto und boah, ich liebe Pasta. Also Pizza und Pasta, davon könnte ich mich, glaube ich, immer ernähren. Also wirklich jeden Tag. Ja, jetzt geht es aber um Sport. Das heißt, meine Muffin von in der Früh werde ich mir jetzt abtrainieren. Haaren hochgewurschtelt, die muss ich irgendwie, glaube ich, dann auch bald schon wieder waschen. Sporttasche. Wie immer kommen meine Trainer mit, weil ich
früh dran bin und auch noch gerne aufs Laufband gehen würde. Dann kann ich auch noch Content fertig cutten für einen Kunden und einen Vlog schauen. Mein Tuch, also das kennt ihr eh, wie ein Handtuch, aber so ein Organic Mulltuch. Die Buds, ich hoffe, die haben noch genug Akku. Leuchtet grün, sollte passen. Meine Watch habe ich schon oben und meine Spinning-Schuhe, die brauche ich noch. Die darf ich nicht vergessen, die hole ich mir von unten. So, Spinning-Schuhe auch noch rein und mein Geldbörsel, weil ich ja noch zur Post fahre. Ich habe es geschafft, ich habe meine Pakete von der Post geholt und das ist einmal Milka. Ich glaube, ich habe es nämlich schon gesehen, das dürfte ein Paket mit Schoki sein. Aber das ist so gut zugeklebt, dass ich es gar nicht aufkriege und über das hier freue ich mich ganz besonders. Das ist nämlich Lush und Bridgerton. Da gibt es nämlich eine ganz neue Kollektion. Da muss ich jetzt reinschauen, damit es im Auto gleich richtig gut duften. Also, richtig schön mit dem Logo. Ich mag das, dieses alte. Dann die Limited Edition Collection. Schauen wir mal, was da alles so dabei ist. Da haben wir ein Parfum, eine Badebombe, einen festen Körperbalsam, eine Duschcreme, eine Badebombe und noch eine Bodylotion. Schauen wir mal, was da drin ist. Boah, das riecht gut. Bodylotion und Badebomben. Yay, und die Körperbutter. Oh, mit der Biene. Oh, das ist super süß. Ich liebe Bienen. Ich glaube, das wisst ihr. Also ich mag Bienen super gerne. Oh, das ist schön. Da freue ich mich sehr drüber. Ach, toll, dass ich das Paket jetzt auch endlich noch bekommen habe. Und ich sag's euch, oh, die riecht gut. Da möchte ich gleich reinbeißen. Die riecht lecker. Also Spinning war wie immer mega cool, richtig anstrengend. Ich glaube, man sieht es noch, mein Gesicht ist knallrot. Hat aber richtig gut getan, vor allem nachdem ich heute ja sehr viel Zeit auf dem Laptop verbracht habe und nicht so viel Bewegung hatte. Jetzt ab nach Hause, kurz mit den Kindern noch plaudern, fragen, wie der Tag so war, dann unter die Dusche. Und ich glaube, essen mag ich heute gar nicht so. Vielleicht noch eine Wassermelone, aber eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Also schauen wir mal. Und ich melde mich dann spätestens im Badezimmer wieder. Proteinshake. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber der ist sicher sehr lecker. Also ich werde ihn jetzt gleich kosten. Da ist drin eine Banane, Vanilleproteinpulver, dann eine Schoko-Erdnuss-High-Protein-Cream, Eiswürfel, Milch, Haferflocken, Erdnussig. Auf jeden Fall viele Proteine. Kann ich brauchen. Schon duschen. Habe mich schon abgeschminkt, wie man sieht. Ich habe mir auch gestern die Augenbrauen gefärbt und geliftet. Da sind sie dann immer so richtig schön dicht. Ich mag das einfach sehr gerne. Und falls die Frage kommt, was ich da verwende, dann nehme ich immer einmal diesen Browleaf-Kit und diese Farbe. Das mache ich circa alle, naja, 3 Wochen. Ich glaube, alle 2 Wochen wäre ganz gut, weil 4 Wochen hält das bei mir nicht. Aber ich vergesse dann manchmal, wenn ich einfach mit, okay, die Brauen gehören wieder ein bisschen in Form gebracht, sie gehören wieder ein bisschen dunkler, dann mache ich das. Es geht ganz fix, dauert ein paar Minuten. Da gibt es auch schon ein paar Videos, wo ich euch das zeige. Ihr könnt auch einfach eingeben bei meinen Videos. Browlifting und ich glaube, dann seht ihr das. Mein Plan für den Abend ist jetzt eigentlich nur noch Haare föhnen, Shake austrinken, Skincare und dann ab ins Bett. Ich glaube, lesen. Mein Mann spielt gerade unten Diabolo, der ist also beschäftigt und wir haben gerade irgendwie keine Serie. Aber bald fängt House of the Dragon Season 2 an. Ist blöd, da gibt es nämlich immer nur eine Folge pro Woche. Wir bräuchten wieder irgendwas. Wir haben schon kurz mit angefangen, dass wir wieder The Office anfangen. Die amerikanische Variante, damit wir irgendwas schauen können. Weil wir einfach keine Serien haben. Wir haben übrigens Fallout geschaut auf Prime. Was hatten wir noch in der letzten Zeit gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie ist mein Hirn ein bisschen matsch. Vielleicht vom Spinning. Ich weiß es nicht so genau. Jedenfalls werde ich jetzt nur noch ganz fix mit dem Föhn drüber gehen. Ich glaube gar nicht mit dem Dyson Airwrap, sondern mit den normalen. Ich habe da irgendwie so einen Philips Föhn. Und dann geht's ab ins Bettchen. Ja,
und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es ist jetzt ein eher kürzeres Video, aber ich dachte mir, ich schließe das jetzt gut ab, weil morgen passiert nichts. Morgen werde ich den ganzen Tag nur vorm Laptop sitzen, Blogposts für den Kuchen fertig schreiben, kochen. Morgen gibt's Wraps mit so Chili verschierten und ich werde Salat aus dem Gewächs abernten. Ein ganz normaler Arbeitstag. Am Mittwoch wird es aber spannend, da werde ich wieder einen neuen Vlog starten. Und bis dahin könnt ihr mir gerne kommentieren, was euch gut gefallen hat. Wie habt ihr euren Muttertag verbracht oder wie habt ihr den Tag mit euren Mamas verbracht? Was, freut euch auch gerade so auf den Frühling? Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr gerne von mir sehen möchtet? Im Mai noch oder dann im Juni schon? Kommentiert sehr gerne, ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder. Beim nächsten Video, schaut auch gerne in die älteren Videos rein. Habe ich gesehen, ich glaube, da gibt es noch ein paar, die noch nicht alle von euch gesehen haben. Ich freue mich immer sehr über einen Thumbs up, auch über ein Abo. Das bedeutet mir immer sehr viel und ich bedanke mich wie immer herzlichst fürs Reinschauen, für eure Treue, dass ihr gerne mir beim Alltag zuseht. Und ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen mitlaufen und Outtakes folgen, wie immer in Kürze. Wenn es welche gibt, oh, ich glaube, es gibt sicher welche, es gibt immer Outtakes, weil so ist das Leben. Es läuft nicht immer alles glatt. Und meistens verspreche ich mich, weil mein Mund leider als mein Kopf ist. Sieht man nichts. Ich komm gleich! Ja, komm gleich, Moment! Und zwar habe ich. Oh mein Gott! Muss bitte schießen! Ach, bitte! Pediküre! Zahlt der Content! Du bist schon, mein Navi schon seit Jahren, dass ich Fußfokus verschicke und damit eigentlich meine Haupteinnahmequelle beziehe. Ja, wir kennen eine klassische Sache. Darf ich meine Schuhe kriegen? Da brauche ich keine Taschentücher. Ich schüttel sie aus. Lass mal das Mikro. Ja. Ich schlupfe gleich so rein. Oh, die ist süß. Oh, ich hab vergessen, wie süß die ist. Sei der Uschwert angerufen, Moment. Upsi. Hallo? Hallo? Erzähl ich gerade. Da hinten steht der Aufwaschstab. Ja, wie nennt man dieses Ding fürs Aufwaschen? Steht da hinten. Weil mein Mann war so lieb und hat letzte Woche aufgewaschen. Weil mit Alex das Kind jetzt zusammenkommt. Darum geht es jetzt gar nicht. Ich wasche und dusche. Das ist zwar blöd, weil dann gibt es immer nur eine Woche. Also eine Woche pro Folge. So blöd, da gibt es immer nur eine Woche. Das habe ich schon wieder.